über den Landtagsabgeordneten, die bin mit Zertoren, die Familien. Ich gestehe, es freut mich wirklich sehr, dass dieser Eheweg entstanden ist. Ich denke, dass der Heilige Geist ein bisschen mitgewirkt hat, angestoßen hat. Und ich gratuliere euch sehr herzlich, dass ihr da drauf eingegangen seid und auch in allen Unsicherheiten, die es am Anfang gegeben hat, diesen Eheweg da verwirklicht habt. Ich wünsche es euch, mir und allen, dass viele Ehepaare, vielleicht auch solche, die es werden wollen, auf diesem Weg irgendwo den Anstoß finden, um innezuhalten, um nachzudenken, um ins Gespräch zu kommen, mit H geschrieben, wie ich es auch von euch gelernt habe. Dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Ich denke, dass das zu allen Zeiten, vielleicht in unserer Zeit ganz besonders, eines der größten Probleme ist, dass man nicht miteinander redet, dass man zu wenig miteinander redet, dass man manchmal, weil es beim Versuch, miteinander zu reden, Schwierigkeiten gibt, dann der Versuchung nachgegeben wird, sich zu verschließen, einmal sich zu verhärten, was dann zur Folge hat, dass die Beziehung abkühlt, ja, dass eine Entfremdung passieren kann. Das Gegenteil von Versöhnung, das Gegenteil von einem Näherrücken, wie es eigentlich sein sollte und sein könnte. Ich denke ja, dass der Marienstein die Schlüsselstelle ist von diesem Eheweg. Ich habe es ja selber erklärt, dass die Schwester davor eigentlich erklärt. Ich denke, dass erst natürlich schon von der Gegebenheit, das ist eine Erinnerung an den Weltkrieg, ne? Und an den Frieden. 30 Jahre nach dem Weltkrieg, Frieden, der Familie Frieden, aber man braucht Krieg. Schlimmer Krieg, der lange dauert sogar. Ne? Und ich glaube, es ist ein wunderbarer Ort, auch ein wunderbares Symbol mehr als das. Denn ich denke, dass Maria, Josef, Jesus, die heilige Familie, irgendwo schon die Begleitung schlechthin ist, um den Weg finden zu können und um auf dem Weg zu bleiben oder auch wieder auf ihn zurückzukommen. Es gibt ja so manche Dinge. Zum Beispiel, uns allen ist vertraut, die Stelle von Josef, der im Stillen überlegte, ob er sie nicht entlassen sollen, weil sie ein Kind erwartete. Er hat sie zu sich genommen, angeregt durch den Heiligen Geist und den Traum der Gnade. Maria selbst hat offenbar auch Situationen gekannt, nicht verstehen zu können. Sieht man zum Beispiel in der Geschichte wie sie die Wallfahrt macht und nach Jerusalem und sie dann zu Jesus sagt, das ist eigentlich unbegreiflich, wie konntest du uns das antun, sagt sie zu Jesus. Und sie hatten ihn verloren und sie haben ihn wieder gefunden. Auch das ist etwas Wunderschönes, darüber nachzudenken, wie man ihn eigentlich immer wieder finden kann. Ja, sie ist das Vorbild schlechthin an Treue. Sie wird ja in der Liturgie Virgo Fidelis, als eine getreue Jungfrau bezeichnet. Das hat sicherlich viele, viele Gründe, weil sie eben die Mutter des Herrn ist, aber auch, weil sie ein waches Herz hatte, so denke ich es mir. Ein waches Herz, die verschiedene Dinge wahrgenommen hatte und dann hat sie es in ihrem Herzen bewahrt, zum Beispiel. Was die Hirten sagten, das hat sie gehört. Die Hirten kamen ja, ne? Ihr kennt alle die Hirten. Das hat sie gehört, das hat sie im Herzen bewahrt. Oder diese drei Könige oder Weise, die da von der Welt wegkamen und das Kind verehrten und Geschenke brachten. Sie hat das gesehen, wahrgenommen. Das sind manchmal so Intuitionen, die
die auch jeden Mann haben kann. Sie hat es im Herz bewahrt oder auch bei anderen Gelegenheiten, wie sie es einfach auch wahrgenommen hat, was da geschehen ist. Und so ist sie treu. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz großer Wunsch für euch, die ihr die Initiative geöffnet habt, aber nicht nur für euch. Das ist ein, wie ein Wunsch für unsere Gesellschaft, weil die Ehe, die Familie auf der Grundlage der Ehe ist nicht nur kein Auslaufmodell, sondern das ist eigentlich immer die Grundlage der Gesellschaft, die Grundlage auch des Friedens und der Freude. Und das ist ein Riesenanliegen, das sich mit diesem Eheweg verbindet. Ich kann nur hoffen, auch fürs Land und für darüber hinaus, dass das Schule macht und dass so durch Maria, Josef, Jesus alle den Weg finden, dass Jesus dabei ist. Das ist für mich einer der größten, auch manchmal Sorgen oder manchmal fast ein bisschen traurig, dass viele, die verheiratet sind, nicht mehr wissen, was das eigentlich ist. Nämlich das Wichtigste, wenn Jesus dabei ist, dann findet man den Weg zur Versöhnung. Wenn Jesus dabei ist, dann kann man auch schwierige Zeiten durchstehen. Wenn Jesus dabei ist, dann geht es manchmal schon der Wein aus. Ich glaube, bei jedem geht manchmal der Wein aus. Und auf einmal wird doch Wasser in Wein verwandelt. Und auf einmal ist wieder die Liebe da. Selbst dann, wenn man meint, sie sei weg. Für immer weg. Sie kann auf einmal wieder kommen, sogar im Alter. Und sogar nach Jahren. Aber die Frage ist, ob man merkt, dass Jesus dabei ist. Und so wünsche ich euch von Herzen Gottes Segen. Und so will ich jetzt dieses Segensgebet sprechen, das für alle Stationen, für den ganzen Ewig und für alle gilt. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Alles, was du geschaffen hast, ist gut. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du hast den Menschen deine Schöpfung anvertraut. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du bist Helfer und Halt in all unseren Mühen. Wir loben dich. Wir preisen dich. Lasset uns beten. Lebendiger Gott, wir danken dir für diesen Eheweg. Hier können wir erfahren, dass du uns nahe bist. Du hast Maria berufen, deine göttliche Liebe zu bezeugen. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich. Segne diesen neuen Eheweg. Und alle jene, die hier das Gespräch in der Ruhe oder gemeinsame Entscheidungen suchen. Nimm an, was wir geschaffen haben und vollende, was unvollkommen geblieben ist. Erfülle alle, die hier gehen, mit dem Geist des Miteinanders und schenke ihnen die Früchte ihrer Bemühungen, dass alles zu deiner Ehre und zum Lohne aller gereichen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir beten zu unserem Herrn und Gott und rufen zu ihm in unseren Anliegen. Guter Gott, wir sind originelle Persönlichkeiten. Jeder von uns hat spezielle Fähigkeiten und Eigenarten, die aber auch zu Spannungen in unserer Beziehung führen können. Hilf uns, den Partner groß zu sehen und immer mehr zu erkennen, wo wir uns in unserer Verschiedenartigkeit ergänzen können. Wir bitten dich, Herr, bei uns. Barmherziger Jesus, oft missverstehen wir einander oder reden aneinander vorbei.
Wir streiten und beschuldigen uns. Bitte, Jesus, öffne unsere Herzen und Ohren. Hilf uns, geduldig und barmherzig zu werden und aufeinander zuzugehen. Lieber Gott, miteinander im Gespräch zu bleiben, ist oft gar nicht einfach. Der Beruf, die Kinder, der Haushalt und verschiedene Verpflichtungen fordern uns. Manchmal kommt dabei unsere Zeit in der Partnerschaft zu kurz. Hilf uns, dass wir uns in der Familie und in der Partnerschaft immer wieder die nötige Zeit in Liebe schenken, damit wir es trotz aller Anforderungen schaffen, im Gespräch zu bleiben und dadurch unsere Ehe lebendig halten. Lieber Gott, wir alle kennen Ehepaare, die sich in einer Krise befinden, die die Freude aneinander verloren haben und an Trennung denken. Wir bitten dich, schenke ihnen die Zuversicht, dass, so wie der Herr Bischof vorhin gesagt hat, wenn Jesus dabei ist, die Krise zu einem Wachstum unserer Liebe führen kann. Und gib ihnen den Mut, neu aufeinander zuzugehen. Wir bitten dich, erhör uns. In großer Dankbarkeit schauen wir zurück auf 40 Jahre Marienstein und auf die Personen, welche den Grundstein dafür gelegt haben. An alle Menschen, die mitgewirkt haben, um einen Ort zu schaffen, von wo aus die Gottesmutter wirken kann und von wo aus viele Menschen Geborgenheit erleben dürfen. Hilf allen Verstorbenen, welche Verantwortung trugen zur Errichtung des Mariensteins, dass sie Heimat finden bei dir. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Familiengebet zu Maria. Maria, wir empfehlen dir unsere Familien. Besuche uns, bringe uns Christus und hilf uns, aus der Gnade des Ehesakramentes zu leben. Sei uns Mutter und Erzieherin. Gestalte unsere Familien nach dem Vorbild der heiligen Familie zu einem Ort des Glaubens, der Geborgenheit und Sicherheit, zu einer Kirche im Kleinen, damit unser Haus ein Heiligtum wird. Lass uns eins sein in der Liebe und Geduld und Verständnis füreinander haben. Herr unser Gott, wir danken dir. Du hast uns als Mann und Frau erschaffen. In dir ist die Quelle des Lebens. In dir ruht das Geheimnis der Liebe. Wir bitten dich, segne die Ehemänner und Familienväter und segne die Ehefrauen und Mütter und alle Kinder. Gott, schenke euch Zeiträume füreinander. Ergebe euch Spielräume miteinander. Er segne euch mit Liebe füreinander und ergebe euch gute Lebensgefährten aneinander. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.